Aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Wie schön, dass Sie dabei sind. Und das sind heute Abend unsere wunderbaren Gäste. Ja, eigentlich wollte er nur ein satirisches Handbuch über die Begebenheiten seines Lebens schreiben, aber die Hüter der Political Correctness haben gesagt, Stopp, Grenzüberschreitung, das ist rassistisch. Begrüßen Sie Marius Jung! Von ihm möchte ich aus gegebenen Anlass gerne wissen, ob ein Spitzenpolitiker auch ein Frauenheld sein darf. Begrüßen Sie mit mir den hinreißenden Schauspieler Matthias Brandt. Ja, nicht nur Giovanni wird heute erfahren, was passiert, was ihn erwartet, wenn seine Tochter erwachsen wird. Der Vater eines sogenannten Puppetiers ist bei uns, Erfolgsautor Jan Weiler. Sie hat in einem großartigen Film über Wohngemeinschaften mitgespielt. Und dabei sind die Jungen viel, viel spießiger als die Alten. Oder täusche ich mich da? Hier ist die Schauspielerin Gisela Schneeberger. Der Crash ist die Lösung, er wird kommen, die Frage ist nur wann. Warum Sie es tatsächlich für eine gute Idee halten, das Geld von der Bank abzuheben und es lieber zu investieren, zum Beispiel in Whisky, das erfahren wir von Matthias Weig und Marc Friedrich. Von dieser beliebten Fernsehfrau möchte ich jetzt gleich wissen, warum die Wettervorhersagen in den letzten Wochen so oft daneben lagen. Liebe Frau Honnefer, wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen! Sie spielen auf etlichen Festivals. Sie stürmen seit Jahrzehnten die Charts. Und trotzdem ist es seine erste Talkshow. Wir freuen uns auf den Frontmann der Beatsteaks auf Arnim Teutoburg Weiß. Und er hat die ganze Band mitgebracht. Seine ganze Band, die Beatsteaks sind da. Die beste Liveband Deutschlands. Und natürlich auch Musik heute Abend von dem besten Solo-Performer der ganzen Welt, von Gottfried Böttger.